Und willkommen zurück zu Imperium. In der letzten Folge haben wir ja nun die Basis weiter kaputt gemacht. Bin immer noch auf der Suche nach dem Kern. Ja, genau, das war ja klar. Die Tür geht dann kaputt, wenn ich keine Munition mehr habe. Klar. Sieht doch bis jetzt gut aus. Gleich die Plattform hier wegmachen. Ach, ne. Ja, ist natürlich klar, die Munition geht wieder aus, wenn wir feuern sind. Sehr gut. Ich habe aber immer noch keinen Kern hier gefunden. Immer noch keinen Kern gefunden. Ah doch. Ich habe einen Kern gefunden. Hinter dem Teil. Hinter dem Teil. Na, so günstig kann man es aber auch nicht verstecken, gell? Epischer Raketenwerfer. Ist ja nicht so, dass ich schon einen epischen Raketenwerfer habe, gell? Cool. Doktor Groß. Cool, Pistole. Kern. Nichts einsammeln. Was haben wir hier noch? Kommen wir hier noch? Ah, nochmal wiederkommen. Da müssen wir nochmal wiederkommen. Das sind natürlich schöne Sachen, die hier noch sind, gell? Allein schon wegen den Reaktoren hier, die müssen wir auch noch abbauen. So, dann würde ich sagen, setzen wir uns jetzt schleunigst ins Raumschiff. Und düsen nach Hause. Düsen nach Hause. Und lagern das Zeug alles ein. Und kommen dann wieder. Und dann wieder und holen den Rest. Sieht ja sehr gut aus. Weil sie alles geholt haben. So. Das heißt, das wäre in die Richtung, gell? Passt. So.
so halbwegs. Da ist da was, was auf uns schießt. Nee, Quatsch, das ist ja unsere Base. Hätte ich unsere Base fast als für was gehalten, was auf uns schießt. So. So, und einlagern das Zeug. Erstmal alles raussortieren müssen wir später. Die Waffe. Raus. Ah, ist schon. So. So, jetzt muss man natürlich wieder hoch. Auch den Container leer machen. Ja, das Rest wird noch rauslupen. Einschließlich abbauen. Wie gesagt, die großen Teile wollte ich abbauen. Reaktoren. Reaktoren wollte ich abbauen. So. Das Alienfleisch, da kann man essen drin. So. Den Konstruktor. In den Konstruktor. Ach. Konstruktor. Ach. So, die anderen Sachen nicht. Das Fleisch muss hier rein. Ah, cool. Die Kaffeebohnen also. Das ist ein Stoffflasche. Nicht. Ich glaube, das ist auch irgendein Gegenmittel. Okay. So, so, so. Und dann natürlich Sachen produzieren. Natürlich schon schön gesammelt. So. So, sehr gut. Wir müssen zurück.
denn zurück? Ungefähr die Richtung. Gell? Basis, ne, schon rum. So. Ja, passt. So, dann räumen wir jetzt den Rest noch leer, bauen noch einiges ab. Da hinten kommen sie doch schon zum Vorschein, die ist ja nicht allzu weit weg. Bauen natürlich noch einiges ab, denn ich will irgendwie. Feuer das auf mich. Jetzt sieht es nicht so aus, als ob es auf mich schießt. Erstmal. Denn ich will ein großes Schiff bauen. Wegen dem Sprungantrieb. Wir brauchen unbedingt einen Sprungantrieb. Denn ich muss zu den anderen Planeten. Wegen den seltenen, also nicht wegen den seltenen, sondern wegen den Erzen, die es halt nur auf dem Planeten dort gibt, gell. So, ich hoffe ja mal. Ja, genug Ladung haben wir dabei. Ist hier was Besonderes? Auch nicht wirklich. Nicht wirklich, gell? Teilkomponenten. Ah, es ist schon. Ich meine, verkehrt. So. War jetzt hier eigentlich noch was? Nichts. Nee. Treibstoff dran Kunden mit abbauen. So. Gucken, wo der lang ging. Aber hier war natürlich der Kern wieder bis unten versteckt, gell? Aber wirklich bis unten. Was Schönes. Eine Lackierpistole. Ja, dann haben wir eigentlich erstmal das Wichtigste abgebaut. Andere Sachen. Gab's jetzt hier erstmal nicht, nein. Gut. So. Nee, hier war jetzt eigentlich nichts weiter. Ah, hab ich jetzt drin? Glaube nicht. Noch irgendwas? Außen. Oh, nicht. Ja, die Planeten, ha? Cool. Zu dem Planeten kommen wir überall hin. Interessant wäre, wäre hier das Geschütz.
Haben wir schon wieder voll. Cool. Voll. So. Ja. Da haben wir die Drohnenbasis leergeräumt. Ui. Ja. Ah, ich war noch ein Kopf drin, genau. So, raus hier, raus, raus. Alles, was hier reinpasst. So, jetzt müssen wir erstmal was essen. So, und ich sehe auch schon, die Folge ist wieder vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden dann in der Folge mal rüber gucken, was da drüben ist. Ich hoffe, das feuert nicht auf uns. Alles klar, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis dann, tschüss.